Ich bin hier bei KST mit dem Andreas Kulp und ja. Der Andreas wird uns jetzt mal zeigen, was es bei KST Neues gibt. Bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Also. Let's go. Okay, schönen guten Morgen von der Rotor Live. Das ist heute Samstag, der erste Tag. Wir starten mal mit dem neuen KST-Programm, was wir so Neues alles für euch dabei haben. Ganz neu von KST sind diese schwarzen Servos hier, die vierpoligen, mit vierpoligen Brushless-Motoren. Wie Servos zeichnen sich aus durch eine extreme Kraft und sehr, sehr schnelle Stellgeschwindigkeiten. Dieses Servo zum Beispiel 42 Kilo, Stellzeit 0,08 bei 7,4 Volt. Oder dieses Servo 30 Kilo, Stellzeit 0,05. Mit unserem Programmiertool 3 ist es jetzt auch möglich, aus 1520 Mikrosekunden Servos 760 Mikroservos zu programmieren oder rückwärts. Also wir können aus allen Servos eben das machen, was wir brauchen. Und als Highlight haben wir noch die neue 12-Volt-Servos von KST mitgebracht, wie wir jetzt versuchen, am Markt zu etablieren, zusammen mit der Firma YBE, die auch schon einen Regner dafür haben. Da geht es jetzt hier bei YGE weiter. Benno, ihr habt was Neues im Petto? Genau, wir haben uns da ein bisschen mit KST in Verbindung gesetzt. Und dadurch, dass die neue V-Stabi Evo ja bis 16 Volt Betrieb werden kann, also Empfangsanlagenspannung, bzw. BEC-Spannung, haben wir uns gedacht, kann man das BEC anpassen, sodass es dann 12 Volt ausgibt. Und 12 Volt deswegen, weil man das eben auch mit einem 3S-Lipo puffern kann. Und KST war so nett und hat Servos zur Verfügung gestellt, die eben auf diese 12 Volt können. Und das haben wir hier einfach mal als Muster aufgebaut. Und wie man sieht, mit der Viva Control, mit Evo, einem Aureus 135 und den neuen KST Servos, funktioniert das Ganze wunderbar. Das sind jetzt hier Servos in der Variante mit 760 Mikrosekunden hier mitten im Puls. Und da kann man jetzt bei einem 700er Heli zum Beispiel bis 500 Hertz hochgehen. Also hat man sowohl eine höhere Wiederholfrequenz als auch eine höhere Spannung. Und dementsprechend schneller und stärker sind die Servos, schnelleres Ansprechverhalten. Dann haben wir bei KST noch neu unser neues Composite, das neue HLS Composite von KST mit High Lifespan oder abgekürzt HLS. Diese Servos sind mit 6 Kugellagern ausgestattet und mit sehr, sehr guten Komponenten, eigentlich gemacht für professionelle Piloten, die sehr, sehr viel fliegen und dadurch Servos benötigen, die halt eine sehr, sehr lange Lebensdauer haben, Spielfreiheit und Exaktheit. Ja, hier haben wir noch einen kleinen Dauertest von unserem Speed-Servo. Das zeigt mal so ein bisschen die Geschwindigkeit an. Wie kann ich hier noch ein kleines bisschen variieren? So. Ich muss das Katze ein bisschen festhalten, weil es nämlich irgendwann mal sonst explodiert. Genau. Das kann man natürlich nicht die ganze Zeit lang machen, da wird es ein bisschen heiß werden. Ja, das war's von KST von der Roter Leit. Danke. Ciao.